Willkommen zurück zur Guild Wars 2 Beta Wochenende Let's Play Elementsch. Also menschlicher Elementarmagier. Hier kommt gerade eine Meldung, wir sind auf dem Überlauf-Server. Heißt so viel wie, dass der Hauptserver einfach zu voll ist. Oh gut. Belohnung für die Mission von vorhin. Wähle ich den. Also den Lederbeutel kriegen wir auf jeden Fall. Und dann haben wir die Wahl zwischen Fokus und Dolch. Ich nehme den Fokus. Und dank den Erfahrungspunkten haben wir auch ein Level abgeschafft. Aber rüsten wir zuerst mal die zwei Items aus, die wir da neu gekriegt haben. Machen wir mal was für ein Quest, die wir machen sollen. Mit hey, Wachposten, wie auch immer der heißt, sprechen. Die Felder hinter Shaymore sind Kryters Brotkorb. Der erzählt uns jetzt, seit dem Zentaurenangriff versuchen die Bewohner, ihr Leben wieder aufzubauen, doch mit den Banditen und wilden Tieren dort ist das nicht leicht. Wartet nicht auf eine schriftliche Einladung. Geht und helft ihnen. Ja. Klingt nach einem guten Vorschlag. Die Speer sagen uns halt, wo wir hin müssen. Oder dies hin ist eine Wegmarke. Wegmarken erscheinen auf eurem Kompass unten rechts im Bild. Ihr seht sie auch auf der Weltkarte, die ihr durch Drücken von M aufrufen könnt. Drückt M erneut, um die Weltkarte zu schließen. Um zu einer Wegmarke zu teleportieren, öffnet eure Weltkarte und klickt auf die gewünschte Wegmarke. Wenn ihr euch verbessern wollt, achtet auf spezielle Herausforderungen. Aus diesen Prüfungen könnt ihr etwas lernen. Ja. Das klingt ganz gut. Aber gut, machen wir erstmal weiter. Die Wegmarke hier haben wir bereits. Also suchen wir uns doch irgendwas, was wir machen können. Warum der Erfahrungspunktebalken jetzt so voll ist, muss ich sagen, weiß ich gerade nicht. Eigentlich müsste er weniger weiter voll sein, weil wir den Level-Up gerade gehabt haben und nicht sofort schon wieder ein Level-Up haben. Wir haben erst 47 Erfahrungspunkte von 2110, die wir zum Level-Up brauchen. Aber zum Glück kriegen wir durch den Wegmarken-Teleporter hier ganze 117 Punkte dazu. Und was für ein Glück, dieses Herzenquest hier ist schon für uns. Ich fühle mich gut. Ja, würde ich vorschlagen. Wir machen das einfach mal, was der NPC hier von uns will. Wir füttern mal den hier. Willkommen. Und darüber freut sich die Crew. Außerdem machen wir uns hier irgendwie Wurmhügel. Wie kann ich helfen? Kommen wir zuerst mal raus, töten wir und das können wir auch finden. Und helfen uns natürlich auch, unsere Skills freizuschalten. Das ist immer sehr gut. Hier haben wir auch schon eine Hose gefunden, die besser ist als unsere. Deswegen ziehen wir sie doch am besten gleich an. Sieht zwar, finde ich, nicht ganz so schön aus wie vorher, aber gut. Ja, wir machen eigentlich gerade was für die Story-Quest. Oben rechts in grün angeschrieben. Lass es mich aufklappen, hier. Und zwar ein so ein Herzchen machen. Machen wir ja gerade, obwohl eigentlich erst für Level 3 geplant. Aber das Herzchen selbst ist für Level 2 schon geplant. Also, es ist... Ich find's fast verrückt. Okay. Machen wir jetzt einfach mal das Herzchen-Quest hier. Außer diesen Herzchen-Quest gibt es ja keine Quests mehr effektiv, außer die persönliche Story. Und wieder ein Wurm. Noch ein Wurmhügel. Phönix macht recht gut Schaden, vor allem da er beim Hinfliegen Schaden macht, dann explodiert und beim Zurückfliegen wieder Schaden macht. Also er macht recht gut Schaden. Ja.
letzten paar Punkte holen wir uns, indem wir wieder. Ja. Geholfen haben und für unsere persönliche Story weiter. Aber da das mit 3 markiert ist und wir erst Level 2 sind, würde ich vorschlagen, wir warten damit. Wer das Char-Video gesehen hat von mir, der weiß, was passieren kann, wenn man das nicht tut. Wir brauchen noch ja, ca. 15.000 Erfahrungspunkte. Entschuldigung, 1500. Echten Schaden anzurichten. Das Herzchen hier ist zwar Level 3, aber relativ einfach zu machen, deswegen ich sage. Mich hält nichts auf! Wir probieren es trotzdem einfach mal als Level 2. Ich hoffe, dass wir das Video wieder abbricht für die letzten Versuche. Das würde mich nun schon ziemlich interessieren. Da ich mir noch extra Mühe gebe, das LP zu Guild Wars 2 zu machen und Mühe vergebens wäre. Das fände ich nicht angenehm. Dafür, dass wir eigentlich Level zu klein sind, schlagen wir uns ganz gut, wenn ich das so sagen darf. Quest zu schaffen. Bin schneller als ein Centaur. Mit der nächsten Reise müssten wir das Event geschafft haben, das Herzenquest. Haben wir auch. Richtig. Batzen Erfahrungspunkte. Wir brauchen nur noch schlappe 1100. Also circa 11 Teleporter. Holen wir uns mal den Teleporter nach vorne, dann brauchen wir nur noch weniger Erfahrungspunkte. Dieses Herzchen-Quest ist erst auf Stufe 4 zu machen, deswegen machen wir das jetzt auch noch nicht. Wir töten lieber noch ein paar Gegner, bis unsere Zauber aufgeladen sind. Machen wir lieber da drüben das Herzchen-Quest für Stufe 3er.
beziehungsweise bevor wir damit anfangen, würde ich vorschlagen, machen wir an der Stelle mal mit und sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, viel Spaß!